Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Hogwarts Legacy hier auf Trend17 TV, euer T, wie immer. Für euch am Mike, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück. Hier scheint es weiterzugehen, aber wohin? Ja, das wird hier langsam tricky hier, das Ganze. Aber wohin? Oh, super tricky. Wie soll ich da denn hinspringen? Okay. Ah, spring! Spring! Ach. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Shit. Kann ich da nochmal? Ja! Ach, super. Okay. Da ist wieder eine Truhe. Da, glaube ich, automatisch nimmt er das, ne? Hier noch eine Truhe. Silberne Brille. Okay. Oh, da sind sie wieder. Incendio. Okay, sechs Viecher hier. Alter Verwalter. Der richtige Action hier. Es ist also doch ein Buch. Aus wie Dumbledore. Thank you.
Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morgenock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morgenock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann Sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt. Was sind Sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgenock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Wahnsinn. Sebastian. Das war interessant. In der verbotenen Abteilung. Schon wieder. Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Oh oh. Wenn sich jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Cool. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Pff. Sind ja alle Petze. So, wo muss man hier wieder raus? Bevor es noch jemand entdeckt hier. Das ist ja mega von ihm gewesen, dass er uns nicht verpfiffen hat. Das war natürlich cool. Hier rein. Da bin ich erstmal gespannt, was er gleich sagt. Nach oben. Nee, nach unten. Doch wieder nach oben. Wo? Was denn nun?
Okay, da bin ich irgendwie falsch gelaufen. Hier zeigt er nach oben an. Ja, hier ist richtig. Wahrscheinlich jetzt hier irgendwo. Okay. Wälzer und Widrigkeiten. Auftrag gestartet. Professor Black. Das kann nicht ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Ich glaub nicht, dass er davon erfreut ist. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erstmal. Oh. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium bei Godric's Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Was hat der da in der Hand? Nachricht lesen. Es wird Zeit, deine Duellfähigkeiten zu testen und einen neuen Schul-Champion zu finden. Komm zum üblichen Ort für die Finalrunde von Gekreuzte Stäbe. Die Übungspuppe steht weiter zur Verfügung. Mhm. Triff mich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Thank you.
Die Professorin Fig und Weasley möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Professor Hackett. Okay. Gut, dann lassen wir ihn mal in Ruhe. Mal eben schauen, wie es zeitlich aussieht. Wir haben noch ein ganz bisschen Zeit. So, mal eben schauen. Aufträge. Ich habe jetzt aber immer noch keinen Auftrag ausgewählt. Da sind die Aufträge. Das Mädchen aus... hat mich gebeten, sich im Dorf... Jo, das machen wir als nächstes hier. Okay. Machen wir hier alles schön nach der Reihe. Ja, ich laufe das die ersten Mal hier noch so ein bisschen mehr durchs Schloss, damit man das noch ein bisschen besser kennenlernt. Man kann natürlich auch hier wahrscheinlich Schnellreise benutzen, aber ich finde das auch, die haben sich so viel Mühe gegeben hier mit dem Spiel. Auch hier, wie schön das alles gemacht ist hier, das ist schon absolute Spitze. Müssen wir hier lang, ne? Protego! Ich glaube, es ist die Beste. Wie kriegt denn der Revelio noch? Ach da, okay. Der ist nämlich auch immer interessant. Und da auch versteckte Sachen findet. Da ist auch noch eine Truhe. Ah! Schön! Der war ja nun easy. Hier? Mit Gegengiften habe ich noch Probleme. Das ist der Schreckensbericht. Da kann man aber nichts machen. Das ist definitiv kein Beruf für mich. Okay. Und immer schönes Wetter hier, ne? So, geh mal ein bisschen Gummi hier, junger Mann. Also die Mission fand ich richtig gut hier, die letzte Mission mit der verbotenen Bibliothek. Das ist schon sehr cool gewesen. Revelio. Sehr schön. Können wir hier auch was machen? Stufe 2. Mitnehmen oder einsammeln hier. Ja, Kräuter sind ja auch mal ganz gut. Revelio. Noch was an Kräutern.
Hier ist was. Mega. Das sammeln wir alles ein hier. Kommt alle mit. Braucht Pilze. Haubenhüpfender Giftpilz. Für unseren nächsten Zaubertrank. Rebellion. Ah, das kann ich noch nicht mitnehmen hier. Mann, wo hat die sich denn ganz versteckt hier? Also komplett aus dem Bereich raus hier. Wo ist die denn ganz hingegangen? Rebellion. Also solche Aktionen sind natürlich immer gut, um Sachen einzusammeln. Hühner kann man die auch nehmen? Nee, kann man nicht. Das sollte ich untersuchen. Was? Hier ist nichts. Moment. Kommt man da rein? Rebellion. Oh! Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Da hast du recht, mein Lieber. Da kommen wir sogar so rein. So, meine Lieben, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Boxenstopp und sehen uns in der nächsten Folge. Hier geht's super spannend weiter. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.